Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu dem Gefangener am Buchtag, heißt er glaube ich. Ich habe mir die Fragen abfotografiert auf meinem Handy. Und ja, es sind 5 Fragen und ich habe euch die passenden Bücher dazu rausgesucht, um sie euch zu zeigen, damit es nicht zu langweilig wird, und legt dann auch gleich mal los mit Frage 1. Wenn du für den Rest deines Lebens in einem Buch eingesperrt werden würdest, in welchem wärst du freiwillig Gefangener? Und welches wäre das Schlimmste, was dir passieren könnte? So, das Buch, in dem ich freiwillig gefangen sein möchte, sind eigentlich 4 Bücher. Und zwar ist das eine Reihe von Nora Roberts, die ich euch auch schon empfohlen habe. Und zwar, dies hier ist Band 1, Frühlingsträume. Es gibt auch noch Sommer, Herbst und Winter dazu. Es sind 4 Bände um 4 Freundinnen, die eine gemeinsame Hochzeitsagentur haben. Und ich wäre sehr gerne in dieser Geschichte gefangen, also in allen 4 Büchern sozusagen, weil ich finde, dass die 4 eine ganz besondere, tolle Freundschaft verbindet, die ich so auch gern hätte, und alle 4 natürlich ihren perfekten Traummann finden und sie zusammenarbeiten, jeder seine persönliche Leidenschaft auslebt, jeder seinen Charakter hat und sie sich alle sehr, sehr lieben und füreinander da sind, füreinander einstehen und wie gesagt, die tollsten Männer der Welt treffen. Von daher, gar keine Frage, würde ich super gern in diesen Büchern gefangen sein, wenn ich auch eine von ihnen wäre und auch so einen tollen Typen abbekommen würde. Und ja, genau, so ist das. Ich glaube, ich würde von der Sache her, es gibt ja, glaube ich, eine Organisatorin, eine, die backt die Hochzeitstorten, eine Floristin und eine Fotografin. Von der Sache her wäre ich entweder die, die die Hochzeitstorten backt, oder die Fotografin. Wahrscheinlich aber eher die Bäckerin. Ja, nur mal so am Rande. Das Buch, was mein absoluter Horror wäre, ist auch ein Horror. Deswegen, ich habe ein richtig ekliges rausgesucht, mein absolutes Hassbuch. Und zwar von Brian Smith, Verkommen aus dem Fester Verlag. Buch, was mir von vorne bis hinten mäßig gut gefallen hat, sehr, sehr abstoßend und eklig war. Und ich möchte nicht eine Sekunde in diesem Buch verbringen, von daher wäre es absolut dieses. So, kommen wir doch mal zur nächsten Frage. Frage 2. Wenn du in dem Körper einer Figur gefangen wärst, welche Position würdest du gerne einnehmen und in welcher Haut willst du auf gar keinen Fall stecken? Das war sehr, sehr schwierig für mich. Das war für mich die schwierigste Frage. Herauszufinden, in wessen Körper ich nicht stecken möchte, war einfach. Da gab es sehr viele. Aber einen Charakter zu finden, der ich selbst wäre, in dessen Haut ich gerne stecken würde, habe ich nicht gefunden. Ich dachte erst Nicholas Sparks Roman, weil sie alle die wahre Liebe finden. Und dann dachte ich mir, nein, da gibt es so viele tragische Dinge. Manchmal sterben am Ende auch welche. Nee, die müssen erst wirklich schwierige Sachen durchleben, damit sie das bekommen, was sie möchten. Das witzt auch nicht. Genauso in den Nora Roberts Büchern, da finden die tolle Männer gar kein Ding, aber ja, ich habe echt hin und her überlegt. Ich habe mich dann, nachdem ich ewig vom Bücherregal stand und gesucht habe, weil ich wollte eigentlich eine Protagonistin nehmen, die wie Suki beispielsweise Gedanken lesen kann. Suki Stackhouse von Charlene Harris. Aber dann dachte ich mir, was Suki alles mitmachen muss. So viel Mord und Gewalt und dieses Hin und Her zwischen den 2 Männern. Nein, eigentlich möchte ich nicht in ihre Haut stecken. Ich würde nur gerne mal Gedanken lesen können. Dann wollte ich eine Hexe nehmen. Ich dachte, magische Fähigkeiten wären total cool. Aber ich konnte mich nicht so wirklich durchringen, weil in den Fantasy-Büchern haben die meistens kein Glück in der Liebe. Und ich wollte, wenn, dann beides. Und dann habe ich gedacht, nehme ich ein Buch, in dem viel gereist wird, weil du um die Welt kommst. Und alle Bücher, die ich nehmen wollte, in denen gab es auch schwere, schwere Schicksalsschläge. Und die wollte ich auch nicht durchleben. Also, fiel es mir unheimlich schwer, mich für einen Charakter zu entscheiden. Und ich habe jetzt ein Buch von Nora Roberts genommen. Und zwar Der Ruf der Wellen. Ich würde dann in der Haut von der Meeresarchäologie-Studentin Tate Beaumont stecken, die, ja, also sie ist, wie gesagt, Meeresarchäologie-Studentin, sie versuchen ein Wrack zu bergen in der Karibik, spielt auf dem Meer und sie trifft auf ihre alte Liebe, und Matthew heißt er,
sie tauchen gemeinsam, sie erleben gemeinsam Abenteuer und sie nähern sich wieder an und werden wieder ein Paar. Sie sind sehr leidenschaftlich und sehr verliebt. Das ist einfach eine richtig, richtig tolle Geschichte. Sie ist aufregend und spannend. Und man hat sicherlich auch Angst, wenn man in ihrer Haut steckt. Aber ich würde sagen, das würde sich lohnen, weil ich darin alles hätte, was ich persönlich mag. Ein Mann, der sich in mich verliebt und der auch wirklich mit mir zusammen sein will, der mich bereits kennt und weiß, was er an mir hat. Und ich denke, bei so einer zweiten Chance kann man sich dann sicher sein, dass derjenige es auch wirklich ernst meint. Und dann spielt das Ganze in der Karibik, ja, die mir natürlich auch gefällt, logisch. Und Meeresarchäologie finde ich auch ein sehr spannendes Thema, das würde mich auch interessieren. Ja, dann sieht sie, glaube ich, auch noch ganz hübsch aus, jedenfalls in meiner Fantasie. Und von daher ist es dann der Ruf der Wellen von Nora Roberts gewesen. Ja, das war wirklich sehr, sehr schwierig. Eine Figur, in deren Haut ich nicht gerne stecken würde, obwohl ich sie wirklich sehr gerne mag, ist Anita Blake. Das ist jetzt der erste Band der Reihe Bittersüße Tode von Laurel K. Hamilton. Anita Blake ist cool, tough, eine sehr harte Frau und sie ist eine Nekromantin. Sie kann Tote zum Leben erwecken, mit ihnen kommunizieren und sie auch wieder zurückschicken. Allerdings hat Anita es nicht immer einfach. Sie ist eine sehr starke Frau, sehnt sich aber auch nach Liebe, tingelt in der ganzen Reihe zwischen einem Vampir und einem, ich glaube, ist er ein Werwolf? Ja, ein Werwolf. Zwischen den beiden Männern hin und her. Ihr Privatleben ist eigentlich richtig beschissen. Sie arbeitet immer nachts, das heißt, wenn sie mal schläft am Tage, sie lebt also nur im Dunkeln. Sie hat nur mit Toten zu tun, mit Zombies zu tun, mit Gewalt, mit den Intrigen des Untergrundlebens. Und sehr viel Tod, Blut und Gewalt ist um sie herum. Deshalb beneide ich sie nicht und möchte einfach gar nicht in ihrer Haut stecken, obwohl ich die Bücher wirklich liebe. Ja, dann können wir auch schon zur nächsten Frage kommen. Endlich. Ich quatsch und quatsch wieder. Frage 3. Suche dir den sympathischsten Gefangenen aus all deinen Büchern heraus. Das war irgendwie auch schwierig, weil ich überlegt habe, gefangen. Da gibt es jetzt nicht so viele Bücher, wo jetzt jemand im Gefängnis sitzt oder irgendwie gefangen ist. Dann habe ich gedacht, okay, gefangen. Man kann auch gefangen sein in einem Netz aus Intrigen. Man kann gefangen sein in einer Liebe. Man kann gefangen sein in ziemlich vielen verschiedenen Sachen. Und ich habe was gefunden, was durchaus mit Gefangensein zu tun hat, aber sehr, sehr außergewöhnlich ist. Es geht um mein Lieblingsbuch, Die Stadt der träumenden Bücher. Und mein Lieblingsgefangener ist ich hatte erst überlegt, Hildegunst zu nehmen, weil Hildegunst ist aber nicht gefangen, er kann ja wieder raus. Deshalb ist mein Lieblingsgefangener aus den Büchern der Schattenkönig. Der Schattenkönig ist gefangen im Labyrinth träumenden Bücher sozusagen und kann dort nicht raus. Und ich finde ihn sehr faszinierend und irgendwie wahnsinnig spannend. Die ganze Geschichte, die um ihn konstruiert ist, die Mystik, die sich um ihn rankt. Und ich liebe einfach das Schattenkönig-Gedicht am Anfang. Der Schattenkönig ist mein liebster Gefangener, weil er in einem dunklen, tiefen Labyrinth gefangen ist, in dem es nur Bücher gibt und ein paar interessante Wesen. Aber er kommt da halt nicht raus und deshalb ist er für mich gefangen und somit mein Lieblingsgefangener. Dann war, glaube ich, die vierte, vorletzte Frage. Welches Buch hat dich als letztes so gefesselt, dass du wie ein Gefangener warst und nicht mehr weg konntest? Das war schwierig, denn wie ihr wisst, hatte ich eine ziemliche Leseflaute. Das letzte Buch, was mich richtig begeistern konnte, war, dieses hier. Aber ich war nicht total gefangen. Spinnenkurs von Jennifer Astet. Ich war nicht wie gefangen in dem Buch, von daher passte das nicht. Das letzte Buch, an das ich mich erinnern kann, wo ich wirklich jede freie Sekunde einfach lesen wollte, um zu wissen, wie es weitergeht, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, war Von der Nacht verzaubert von Amy Plum. Ich freue mich auch schon sehr auf den zweiten Teil. Der dritte erscheint ja jetzt dieses Jahr auch.
Und ja, was soll ich sagen? Ich habe in meiner Mittagspause gelesen, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg nach Hause, abends noch im Bett. Ich hatte das relativ schnell durch, weil ich einfach nicht ablassen konnte von dieser Geschichte, weil ich wissen wollte, was hinter diesen Geheimnissen steckt und wie sich alles weiterentwickelt. Und von daher würde ich sagen, war das das letzte Buch, was mich wirklich gefangen genommen hat. So, und dann haben wir noch eine Frage, und zwar Frage 5. Welches Cover erinnert dich an Gefangensein? Gut, da gibt es jetzt viele. Es gibt einige Cover, beispielsweise von Joy Fielding, wo man gefesselte Hände drauf hat und so. Aber ich habe mir dann dieses hier ausgesucht von Greg Iles, Bisswunden, weil ich finde dieses Gitter hier, dieses Gitter, dieses ähnliche Muster. Erinnert mich an Gefangensein, an Eingeschlossensein und nicht mehr wieder rauskommen. Und by the way, möchte ich euch dieses Buch ans Herz legen, wenn ihr Thriller mögt, die in den Südstaaten spielen. Denn Greg Iles ist wirklich fantastisch und Bisswunden hat mich richtig begeistert. Deshalb ist das mein Buch, was mich an Gefangensein erinnert, vom Äußeren her. Und ja, das war dann auch schon der Tag von mir. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Mir hat es Spaß gemacht, die Bücher rauszusuchen. Ich habe mich wirklich vor eine harte Aufgabe gestellt, als es darum ging, in welchem Buch ich gerne leben würde. Man sagt das immer so einfach dahin, aber wenn man sich wirklich entscheiden müsste und mal ernsthaft drüber nachdenkt, ist das gar nicht so einfach, weil man viele Dinge, die die Protagonisten durchleben, vielleicht gar nicht so erleben möchte. Von daher, ja, gut. Dann wünsche ich euch alles, alles Liebe und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss.